Two, one, two.
Super, vielen Dank. Herzlich willkommen heute Abend hier im Resonanzraum. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern an den Endgeräten zu Hause, die den Stream verfolgen. Es ist schön, mit echten Menschen im Publikum wieder Musik machen zu dürfen. Viele können es noch nicht sein, aber das macht die ganze Sache nicht weniger herzlich von unserer Seite. Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute als Gastsolisten aus den Niederlanden Joris Roelofs. Und das erste Stück, das wir gespielt haben, ist ein Stück von ihm, das trägt den Namen Ataraxia. Und neben Joris an der Bassklarinette hörten Sie am Schlagzeug Dominik Raab. Und Jan Kaiser am Flügelhorn. Joris hat einen ganzen Stapel an Musik mitgebracht, damit wir heute die spielen können. Für euch, für sie, euch und sie. Und das nächste Stück, das wir spielen, ist ein Arrangement von Michael Abeni. Und es trägt den Titel The Ninth Planet. Viel Spaß. Also die Fan waren von dem neunten Planeten, das ist Pluto. Das hat allerdings nicht geklappt, es ist immer noch ein Zwergplanet offiziell oder ein Stein und kein. War einfach nicht groß genug, um hier zu dürfen. Dann wissen Sie das. Thank you.
Joris Ruhloffs an der Bassklarinette. Und an der Gitarre Alex Eckert. Okay, das Stück, das wir gespielt haben, ist eine Komposition von Joris. Es trägt den Titel Parapoli, was so viel heißt wie zu viel. Ja, stimmt. Knapp. Ja. Knapp richtig. Zu viel. Zu viel. Wie du willst. Wie ich will, dann ist es eh immer viel zu viel. Ah. Okay, wir machen weiter mit einem Rondo. Ja, Sie wissen wahrscheinlich alle, was ein Rondo ist. A, B, A, C, A, D, A. Jetzt verlässt mich mein Alphabet, aber Sie haben das Prinzip verstanden. Es gibt ein Thema, dann kommt ein neues Thema, dann kommt das Anfangsthema zurück, dann kommt wieder, ich erkläre das nur eben, weil wir spielen jetzt ein Free Jazz Rondo für Sie. Viel Spaß. Thank you.
So, wir kommen jetzt zu, also die nächsten zwei Stücke, die wir spielen werden, sind Stücke, die auf der neuen CD von Joris erschienen sind. Die CD heißt Rope Dancer und möchtest du was dazu sagen? Das würde wahrscheinlich viel besser sein, als wenn ich das mache. Ich werde es versuchen. Also in der Tat, die neue CD heißt Rope Dance, eigentlich Seiltanz, basiert auf das Thema, die kurze Geschichte am Anfang von Nietzsches, also sprach Zarathustra, wo der Seiltänzer auftritt im Dorf irgendwo und dann am Seil herumtanzt, übersprungen wird von einem Possenreißer, dann die Balance irgendwie die Ebenwichte verliert und herunterstürzt und stirbt. Das ist die kurze Geschichte, eine fröhliche kurze Geschichte sozusagen am Anfang vom Zarathustra. Das Seiltanzen, der Seiltanz ist auch irgendwie eine Metapher für die menschliche Freiheit und aber auch das Risiken nehmen, das Risiken und die Gefahr, den Stütz, den man eigentlich gar nicht hat, etc., so philosophische Sachen. Jetzt haben wir die nächsten zwei Stücke haben auch mit Nietzsche zu tun. Und jetzt fragt sich natürlich, was hat Nietzsche mit Musik zu tun? Und das ist für mich eine sehr interessante Frage, weil er meiner Meinung nach der musikalischste Philosoph war, den es jemals gegeben hat. Er hat sehr gut Klavier gespielt, hat sogar gut improvisiert am Klavier und war ein großer Fan von Wagner, hat Wagner auch, kannte ihn gut, es war sein guter Freund und dann sein guter Feind später. Das ist eine kompliziertere Geschichte. Gott hat uns die Musik gegeben, damit wir erstens durch sie nach oben geleitet werden. Aber ihre Hauptbestimmung ist, dass sie unsere Gedanken auf Höheres leitet, dass sie uns erhebt, sogar erschüttert. Immer sei diese herrlichste Gabe Gottes meine Begleiterin auf meinem Lebenswege und ich kann mich glücklich preisen, sie liebgewonnen zu haben. Nietzsche, als er 14 Jahre alt war. Nietzsche hat irgendwie versucht zu komponieren, hat auch einiges komponiert, wollte Komponist werden, hat nicht ganz geklappt. Er hat ein Stück, hat er dem Hans von Bülow geschickt, dem Dirigenten, der auch Wagner dirigiert hat. Und er hat eine vernichtende Kritik zurückbekommen, einen Brief von Hans von Bülow, der sich gefragt hat, der Nietzsche geantwortet hat, der hatte sich sich nicht angehört, sondern damals gab es ja nur noch die Noten, hat sich das angesehen und hat dem Nietzsche gesagt, der hat es verglichen mit einem Fieberprodukt und hat sich gefragt, ob Nietzsche etwa absichtlich alle musikalische und harmonische Regeln umwerfen wollte. Und er hat es dann verglichen mit einer Notzucht an Euterpe, die musikalische Muse. Das war ziemlich hart für Nietzsche. Nachher hat er nicht wirklich mehr wieder Musik gemacht oder komponiert. Hat den Mut verloren, kann man sich natürlich denken. Improvisiert hat er auch wirklich gut. War oft bei Wagner zu Hause, hat dann, wie Wagner, jedes Mal, wo Wagner seine Hunde spazieren gegangen ist mit seinen Hunden, hat Nietzsche improvisiert am Klavier von Wagner mit als Zuhörerin sein einziges Publikum, die Cosima Wagner, die Frau von Wagner, wo Nietzsche über beide Ohren verliebt in war. Sie hat dann beim Improvisieren, ist sie in einem dionysischen halluzinogenen Rausch sind die beiden gekommen und haben ein spirituelles Band entwickelt. Eines noch, vor wir spielen, ist das Zitat, der Tag und der Tanz beginnt und wir wissen seine Touren nicht. So müssen wir improvisieren. Alle Welt
improvisiert ihren Tag. Machen wir es heute einmal wie alle Welt. Danke.
Vielen Dank. Joris Rudolfs an der Bassklarinette. Und am Piano, Povel Wiedestrand. Ja. Okay, wir kommen zum letzten Stück für heute Abend. Bevor wir das spielen, möchte ich Ihnen noch die Band vorstellen. Bassklarinette und Baritonsaxophon, Jannik Glettenberg. Am Tenorsaxophon, der Klarinette und der Bassklarinette und der Arrangeur des Stückes, das wir gerade gehört haben, Mark Doffy. Sopransaxophon, Klarinette, Querflöte und Altsaxophon Max Böhm. An der Querflöte, an der Klarinette und am Tenorsaxophon Konstantin Herrleinsberger. Ah. Genau, so ist das. Schon wird das Wetter gut und die Temperaturen steigen, hört mein Gehirn einfach auf. An der Gitarre Alex Eckert. Am Klavier Povel Wiedestrand. Am Schlagzeug Dominik Raab. Am Kontrabass Tillmann Oberbeck. An der Posaune Lisa Stick. Ebenfalls Posaune Sebastian Hinrichs. Posaune Felix Konrad. Und an der Bassposaune und an der Tuba Tobias Herzog. Dann haben wir Trompete und Flügelhorn Jan Kaiser. Ebenfalls Trompete und Flügelhorn Benny Brown. Nochmal Trompete und Flügelhorn Nick Boysen. Und an der Liedtrompete und im Liedflügelhorn Felix Meyer. So, ich habe das ja gerade schon angekündigt, die Temperaturen steigen, mein Gehirn steigt aus. Es gibt ein paar Leute, denen wir als Band danken möchten. Die stehen auf dem schlauen Zettel. Der schlaue Zettel ist hinter dieser Wand. Ich probiere es trotzdem. Also erstmal danke an den Resonanzraum, dass wir hier sein dürfen. Danke an Hamburg Stream, dass ihr das aufnehmt und übertragt. Danke an Raphael Becker-Voss für die Übertragung des Tones. Dann danken wir der Kulturbehörde Hamburg. Dann danken wir der Kulturstiftung Hamburg. Und dann danken wir der Kanzlei Böde, Röde, Lübbenhüsen. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles fehlerfrei, naja, mit wenig möglichst wenig Fehlern über die Bühne gebracht. Das letzte Stück, das wir jetzt spielen, trägt den Titel Rope Dancer. Habe ich da überhaupt gesagt, wie das andere Stück hieß? Nee, ne? Nein. Das heißt The Conval... Oh, 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 oh. Der Genesene. Das ist Der Genesene auf Englisch und ich weiß nicht, wie man es betont. Ich bin einfach, das ist... Es ist außerdem das erste Big Band-Konzert, das ich, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr spiele. Es ist so viel Adrenalin gerade in meinem Körper. Wow. Ich kann es nur nicht so richtig gut rüberbringen, weil ich normalerweise eher so, also das ist so mein Temperament, wenn ich aufgeregt bin. Ja? The help. Convalescent. Danke. The convalescent, der Genesende. Und... ich möchte auch gerne diese unglaubliche Big Band danken und Ihnen. Also ein herzliches Danke für, ich danke euch, Jazzkombinat und Malte Schiller, der Dirigent. Und,
Joris Ruhloffs, Klarinette und Bassklarinette. Am Piano Povel Wiedestrand. Und das Jazzkombinat Hamburg.